Willkommen zurück zur nächsten Ausgabe von FIFA 20 Spielerkarten. Ich darf mal wieder spielen, das heißt, wir kriegen mal spielerisch mein Gameplay wieder etwas zu sehen. Ich hoffe, ich werde in Szene gesetzt und schaffe, dass ich mich präsentieren kann. Wenn nicht das der Fall ist, dann hoffe ich, dass ich ein Leihangebot mal kriege. Von halbwegs interessanten Verein. Obwohl ich eventuell schon, egal welcher Verein kommt, annehmen werde. Wir sind zu Gast in San Siro. Ja, das darf ich. Hier in Mailand und ich begrüße Sie zur heutigen Partie. Wolfuß und Frank Buschmann. Leider nicht zeigen die Musik. Die Runde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. Inter Mailand gegen Borussia Dortmund. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten. Müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. Guerrero. Brandt. Guerrero. Das ist die Chance. Junge, war das knapp. Na, da können sie jetzt durchatmen. Dahin. Mann. Schon noch verzogen den Ball. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Oh. Da ist unser Götz hingekommen. Ist der Ball wieder weg. Zweikampf 4 und das wird Einwurf geben. Kampel. Was ist mit Barca los? Es läuft überhaupt nicht für sie in dieser Gruppe. Und es geht heutzutage so eng zu, da darfst du dir keine Schwächen erlauben. Das sehen wir hier ganz deutlich. Das könnte ein spektakuläres Spiel heute werden, Buschi. Und wenn es so kommt, Wolf, dann liegt es vermutlich vor allem auch an den beiden herausragenden Akteuren auf den jeweiligen Seiten. Mann. Was das für klasse Jungs sind. Götze hier mit Vorwärtsdrang. Da schießt er. Er hält den Ball fest. Das war wichtig. Vecchino. Götze am Ball. Hummels geht dazwischen. Oh, das war eine grenzwertige Situation. Könnte gelb geben und das so früh in der Partie. Der Schiedsrichter zeigt ihm gelb. Vertretbar, Buschi? Ja, absolut. Wir haben eben erst angefangen mit diesem. Och Mann. Aber wenn er hier zu viel durchgehen lässt, dann nutzen die Spieler das gerne aus. Ashraf Hakimi. Hazard. Ballverlust Dortmund. Ziemlich ausgeglichene Partie heute, würde ich sagen, Buschi. Kann man so sagen? Das wird nicht einfach für Dortmund. Und dann wird Schell, nein! Könnte die Führung werden. Och. Kein Tor. Ah, das ist ärgerlich. Müssen sie nutzen, dann werden sie hier vorne. So bleibt es auf jeden Fall spannend. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Vecchino, Brozovic, Kampel. Setzt sich da schön durch. Jetzt verstehe ich ja nicht, warum nicht der Zweite da zur Unterstützung kommt. Da hätte man schon längst den Ball gehabt. Brandt. Delaney. Super dieses Zuspiel.
Schieß doch, das. Ich dachte, das wurde gebackt. Gebackt. Fixt, dass das mal schneller schießen kann. Ach Mann. Dritter Spieltag der UEFA Champions League, Buschi, Riesenstimmung, aber so kennen wir diesen Wettbewerb. Und das seit vielen, vielen Jahren ein Publikumsmagnet. Es gibt ja immer wieder mal Stimmen, die sagen, ah, hat er noch denselben Stellenwert wie früher dieser Wettbewerb? Ja, ganz einfach, ja. Guerrero. Weg ist der Ball. Mario Götze jetzt. Seine Beidfüßigkeit und die enorme Variabilität sind mit die größten Stärken von Mario Götze. Felix Magath hat ihn mal Jahrhunderttalent genannt. Und Magath soll es ja wissen. Robertson. Klasse Zuspiel. Oh, bist du den Pass gespielt hast, es Weihnachten. Mein Gott. Brandt. Und Witzel. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Rafael Guerrero. Gutes Zuspiel. Vielleicht jetzt richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Rüdiger. Absolut, habe ich gerade momentan Feuerback oder meine Werte sind so im Keller, dass das echt einfach scheiße ist, was ich da schieße. Thiago Silva am Ball. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Matteo Politano. Inter über den Flügel, da ist Platz. Da können sie jetzt flanken. Und das ist der Ballverlust. Muss Ecke geben. Und Ecke. Das ist auch der geilste, das geilste überhaupt. Ich werde automatisch als Stürmer hier hinten hingesetzt. Dann heißt das ja, ich soll meine Position halten. Mann. Den haben viele hier schon drin gesehen. Er geht in den Strafraum. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Ashraf Hakimi. Guerrero. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Energisch den Ball geklärt, es gibt Einwurf. Alexis Sanchez. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Vorstoß jetzt von Alexis. Klar, das gibt hier Einwurf. Nun der Frei. Hazard. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Sie suchen die Lücke. Julian Brandt. Er hat den Ball, aber schwierige Situation. Und da verlieren sie den Ball. Inter Mailand verliert den Ball. Oh, spiel doch besser, Mann. Das wäre so eine schöne Möglichkeit gewesen. Mann. Das packt der Unparteiische drauf. 2 Minuten. So, was machen Sie draus? Echt schwierig in Szene gesetzt zu werden hier, das ist natürlich ärgerlich. Vermisst echt Götze und Reus. Delaney. Super Pass. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem
So, Anstoß für den BVB. Weiter geht's. Guerrero. Ashraf Hakimi. Jetzt brauche ich gar nicht mehr dahin. Boah. Ey, wie lahmarschig die manchmal die Pässe geben, wenn man schon anfängt loszulaufen. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Ziemlich defensiv, was sie da im Moment machen. Die rühren da hinten ziemlich Beton an. Hazard. Klasse Technik. Ich verstehe auch nicht, meiner kann nicht mal den Ball annehmen, ohne den sofort zu verlieren. Denn der BVB hat große Ziele und das macht die Spiele der Dortmunder immer wieder attraktiv. Mann, jetzt spielt doch mal ein bisschen mal schneller nach vorne, verdammt nochmal. Kann man nicht mal einen schnellen Konter spielen? Wenn ein Mann von dieser Klasse so schwach spielt, meine Fresse. Sehen wir auch am aktuellen Ergebnis bisher nur Remi. Gutes Tackling. Als nächstes steht dieses Spiel in der UEFA Champions League an für Inter. Dann geht es auswärts gegen die Borussia aus Dortmund. Das dürfte interessant werden. Und jetzt gibt es Wechsel auf beiden Seiten. Jetzt kommt die Ecke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ashraf Hakimi. Matuidi. Axel Witzel jetzt. Was macht er draus? Gute Chance. Da ist es doch. Die verdiente Führung. Ja, es läuft für sie, haben die Partie im Griff. Bisher. Mann. Aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig. Weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Führung damit für den BVB. Matteo Politano. Ich wäre auch mal froh, wenn man mal besser mal einen Konter spielen könnte, aber nein. Ja, und da haben wir den nächsten Gegner vom BVB. Es geht gegen Schalke im nächsten Bundesligaspiel. Und es klingt zumindest auf dem Papier durchaus machbar. Ja, abseits, richtig. Abgefangen, der Pass von Majidi. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und jetzt der BVB. Blaise Matuidi. Oh, wie weit legt er sich den Ball noch vor? Das ist doch... Ballkontrolle gleich null. Das könnte vielleicht was werden. Matuidi. Gute Aktion. Ey. Hier ist er zur Stelle. Gute Defensivarbeit von ihm. Alexis Sanchez. Die Abwehr geht auch 100 pro immer in die Richtung, wo ich hinlaufe. Will ich mich drehen? Abgefangen. Gut gemacht. Lauf doch nicht vom Ball weg. Brozovic. Und das ist der Ballverlust. Matuidi. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Was hat das für einen Sinn gemacht, der Doppelpass jetzt gerade? Guter Vorstoß, kann was werden. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Jetzt kommt der Wechsel, sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen. Brozovic. Matteo Politano. Flanke für Alexis. Und die Situation geklärt. Guerrero. Witzel. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Brozovic. Na, spiel früher ab. Wenn ich früher abspielen würde. Oh, Trainer. Geklärt von Silva nach dieser Flanke. Spiel früher ab.
Will ich früher abspielen, sollte das hier auch mal früher freilaufen. Könnte jetzt was werden. Und nun Alexis Sanchez. Jetzt kann er die Flanke bringen. Ball kommt weit. Und die Balleroberung, wichtig. Alter. Boah, ich hasse Guerrero, ich hasse dich momentan, ey. Kurz nicht ein bisschen warten, bis ich durch bin und dann mich schicken? Nein. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Erstmal geklärt. Passt lieber zu mir, wenn ich noch vor dem Gegner stehe. Heute holen sie bislang einfach zu wenig Chancen raus und wenn man vor dem Tor so ungefährlich ist, dann kommt eben ein Rückstand dabei raus. Sie müssen zulegen. Und Witzel. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Die ahnen aber auch jeden Pass. Nochmal die Unterstützung von den Rängen. Die Hoffnung auf den späten Ausgleich. Sie lebt. Hereingabe jetzt. Gut hier von Hummels. Tor! Gut hier von Hummels. Was für eine miserable Abwehrleistung von Hummels. Jetzt haben sie hier doch noch den Ausgleich geschafft, Buschi. Wahnsinn. Ich hätte nicht mehr dran geglaubt. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Der aktuelle Spielstand hier, also 1-1. Und wir schauen mal voraus, mit wem sie es als nächstes zu tun bekommen. Der nächste Gegner von Inter Mailand heißt Borussia Dortmund. Und von der Einstellung her müssen sie da dann wieder so auftreten. Das war heute Morgen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ey, ich hab mich doch andersrum gedreht. Mann. Gute Leistung. Gute Ball verteidigt. Ey, das macht überhaupt gar keinen Sinn, sich in Richtung des Spielers zu drehen. Was macht er draus? Ey. Ja. Guerrero. Jetzt der Schuss. Oh. Er weiß natürlich auch, was hier auf dem Spiel steht. Vielleicht auch deshalb kein guter Abschluss. Er lässt Das ist natürlich nicht kalt. Und dann denkst du einen Moment zu lange nach und schon ist es passiert. Jetzt Marta. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Immer noch unentschieden. Vielleicht jetzt spät nochmal die Chance. Mein Gott, ey, der eine hält ihn doch fern. Wieso hilfst du denn nicht von der anderen Seite? Nun, Alexis mit dem tollen Steilpass. Ich verstehe das Abwehrverhalten nicht. Nun, Juan Marta. Das ist der Schlusspfiff. Mir wurde damals immer beigebracht, und Mitspieler zu unterstützen. Aber hier, der wird von der Gegenspieler ferngehalten. Er kommt von dieser Position nicht dran. Könnte vorlaufen, den Ball wegnehmen. Ne? Ich bleib mal stehen. Ich guck mir das Schauspiel an. Geiles Spiel. Was ich immer nicht berücksichtigt werde. Sicher. 2-0, wenn es ein Derby-Sieg ist. Hey, ich stehe in der Stadt 11.
Das Spiel werden wir uns auch noch geben. Hallo? Ey, ganz ehrlich. Okay, ich treffe noch nicht mal einmal das Scheißteil oder was? Ey, wo? Flanken? Ey. Was machen die da für komischen? Ja, jetzt. Lächerlich. Die. Ich. Flanken nur geradeaus. Was machen die da für einen scheiß Bogen? Das ist doch lächerlich. Eine unheimlich wichtige Partie. Man merkt es an der Stimmung, an der Atmosphäre. Hier geht es wirklich um einiges. Willkommen in der Red Bull Arena, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Partie. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und wir sind heute zu Gast bei einem Spiel im DFB-Pokal. RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Für beide natürlich die große Chance, Wolf. Beide wollen eine Runde weiterkommen. Einfach wird das nicht. Ein offenes Duell. Alles möglich. Und von daher glaube ich, es wird eine spannende Partie. Mal schauen, ob wir bei diesem Spiel auch ein Tor schießen können. Die Aufstellung von RB Leipzig. Peter Gulagi ist im Tor. Ibrahima Konate spielt mit Nordi Mukiele in der Defensive. Moussa Sissoko steht an der Seite von Marcel Sabitzer im Zentrum. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. So tritt der BVB heute also an. Roman Bürki steht im Tor. Andrew Robertson spielt mit Ashraf Hakimi in der Defensive. Julian Weigel steht mit Thomas Delaney im Zentrum. Und ganz vorne starten sie heute nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld unterstützt die Offensive. Es ist schon beeindruckend, wie sich die Dortmunder die Spitze vorgearbeitet haben, nachdem vor allem die 70er und die 80er ja doch eher ein bisschen mau waren. Ja, man hatte sportliche und vor allem auch finanzielle Probleme. Das ist mittlerweile Schnee von gestern. Es wurde gut gearbeitet. Der Club ist heute eins der Aushängeschilder des deutschen Vereinsfußballs. Klasse, wie er dahin geht. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Und verliert den Ball. So unnützes Aufbau. Halstenberg. Sissoko. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Da geht keiner drauf. Klasse Aktion. Was ist das denn? Was ist das für eine Abwehrleistung? Wirf. Martinez. Das könnte eine Gelegenheit werden. Halstenberg. Guter Pass.
Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Geht weiter, Vorteil Dortmund. Halstenberg. Nee. Musa Sissoko. Marcel Sabitzer. Die Abwehr steht gut und sicher. Guck doch noch zu, wie die reinflanken können. Musa Sissoko. Sissoko. Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Ich wäre mal froh, wenn der gegnerische Abwehrriege so passiv agiert wie meine Leute. Aber nein, die greifen sofort an. Guerrero. Klasse Aktion, Ball ist weg. Nordi Mukiele. Sissoko. Da gibt's jetzt den Einwurf. Sissoko. Ballverlust. Hazard. Super Pass. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Guerrero holt sich den Ball im eigenen 16er. Ja, gut gelöst die Situation hier vom Torhüter. Weg ist der Ball. Dass der Spieler für einen Kreisbogen laufen musste, um an den Ball wert zu kommen. Das ist lächerlich. Martinez. Och, Leute, greift doch an, ey. Leipzig über außen. Marcel Sabitzer. Kann er was draus machen? Yusuf Paulsen. Ja, da ist er zur Stelle, Ball gewinnen. Du Honk von Mitspieler. Guter Vorstoß. Was machst du für komische, behinderte Pässe? Man hätte dich lieber verkaufen sollen statt Reus, ey. Da gibt er und jetzt könnten sie in Rückstand geraten. Nee. Gemacht, keine gute Zweikampfführung. Es gibt die Elfmeter und Geld noch dazu. Überragend gehalten. Wow. Ich habe mit Tor gerechnet. Ecke kommt rein. Super Aktion von Bürki. Das könnte was werden. Hereingabe. Jetzt Sabitzer. Halstenberg. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Yusuf Paulsen. Halstenberg. Brandt. Robertson. Guerrero. Ja, könnte was werden. Da hat er klasse gearbeitet. Rafael Guerrero. Mit seinem Hazard. Okay. Ausgleich. Besser geht's sich als bei diesem Abschluss mit Power und trotzdem präzise in die untere Ecke. Klasse. Jetzt liegt die Dortmunder Borussia vorne. Tyler Adams. Sissoko. Und das ist der Ballverlust. Halstenberg. Es ist eine erstklassige Ballbesitzstatistik von RB Leipzig. Hm. Aber sie liegt trotzdem weiterhin. Der Grund, der Mangel an klaren Chancen. Sie machen nichts aus ihrem Ballbesitz.
Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Pass auf die Außenbahn. Ein guter Doppelpass. Das geht doch drauf, Mann. Lass die Leute doch nicht mal flanken. An diese Flanke. Und jetzt gibt's Einwurf für Dortmund. Warum scheint der Spieler ein Auswurf? Das Pressing ist da. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Dortmund über außen. Alter, jetzt. Ball kommt rein. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Da wurde ich angeschossen. Ja, was Stefan Jovetic angeht, sieht es danach aus, als würde er in naher Zukunft. Wieso hat er denn jetzt nicht mein Lauf gespielt? Ich hab sogar die Ansage gemacht. Robertson. Ballverlust Dortmund. Robertson ist echt eine Pflaume. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Weigel. Brandt. Guerrero. Noch ganz knapp am Pfosten vorbei. Mann. Zur Pause steht 1:0, ein knapper Vorsprung. Also wenn ich weiter so wenig Tore schieße, brauche ich mich nicht wundern, warum ich nicht aufgestellt werde. Oh, lass doch denn dann den ausgehen, mein Gott. Sissoko. Matheus Cunha. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Ja, der nächste tolle Pass. Schöne Aktion. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Das war ein scheiß Pass von mir. Bislang eine gute Partie für dich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie. Schönes Zuspiel. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Stark aufgepasst. Die Gefahr erstmal vorbei. Und hier sehen wir die nächste Bundesliga-Partie der Heimmannschaft. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Oh nein. Kommt. Alter, das passt doch nicht ganz immer hin und her hier hinten. Meine Fresse. Ja, und da haben wir den nächsten Gegner vom BVB. Der VfL Wolfsburg ist der Gegner im nächsten Spiel in der Bundesliga. Das sollte sie eigentlich nicht vor große Probleme stellen. Das ist hin und her gepasst. Ja. Yusuf Paulsen. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Jetzt der Ballverlust. Guter Pass. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Da machen sie die Räume eng. Einwurf. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Guerrero. Geht dazwischen und hat den Ball.
Das wäre beinahe angekommen sogar noch. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und wie der Gegner sofort nach vorne passen kann. Wieso können meine benannten Leute das nicht von hinten? Nein, die passen lieber hin und her, hin und her, hin und her. Jetzt spiel nach vorne, verdammt dummer. Brandt, wie soll ich denn an so einen Ball drankommen? Zeigt schonungslos in dieser Situation Schwächen der Defensive. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Ja, mal ein Tor von mir, auch mal schön. Ball in Zeiten ausgeklärt, sie bekommen den Einwurf. Ibrahima Konate, Guardado. Mühe den Ball abgefangen. Hazard. Ashraf Hakimi. Ballverlust. Das verstehe ich nicht. Das sind zwei Leute. Warum passt du immer zurück zu denen? Wieder aber dann in die Mitte lieber. Ashraf Hakimi. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. In den freien Raum. Er macht das Spiel schnell. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr. Ganz ehrlich, wo war jetzt der Elfmeter? Ibrahima Konate. Eins aber, das ist ein Foul. Aber sowas von. Meiner kann auch nicht die Leute aussteigen lassen, das ist doch. Hazard. Hazard. Torgan Hazard. Guerrero. Schönes Zuspiel. Und er ist drin. Hat er überhaupt keine Probleme beim Abschuss aus kurzer Distanz. Der BVB hier mit dem nächsten Treffer. War es das jetzt, Buschi, oder kommt der Gegner nochmal? Oder ein zweites Tor von mir. Ja, einfach zu gut, zu kontrolliert. Und vor allem bekommen sie ja jetzt Räume. Sie bekommen Chancen zu kontern. Das können sie natürlich nutzen. Tyler Adams. Scheint so, dass die Dortmunder wechseln wollen. Da verlieren sie den Ball. Super Pass jetzt. Zu lang. Wer soll denn an diesen Ball drankommen? Und das ist der Ballverlust. Toller Pass. Jetzt ist gefährlich. Oh, wieso nimmst du nicht den Ball an? Das war auch genau auf Mann, den Ball. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Spielerwechsel jetzt bei Borussia Dortmund. Marcel Schmelzer kommt. Oh nein. Klar, das gibt hier Einwurf. Warum? Warum Schmelzer? Hummels. Und um Witzel. Guerrero. Klasse Zuspiel. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da. Mit Mist. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Guerrero mit der Ecke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und jetzt gibt es Einwurf nach diesem Kopfball. Hazard. Hazard. Chance zur Flanke jetzt. Das gibt Einwurf. Ball. Hä? Marcel Sabitzer. Einwurf für die?
Konaté. Marcel Sabitzer. Yusuf Paulsen. Matheus Cunha. Sie verlieren den Ball. Mein Gott, lass dich, du scheiß Spieler. Hält er mich ganz fest? Super Pass. Und jetzt die Chance. Ach Mann. Und festgehalten. Klasse gemacht. Steht man abseits, wir rauslaufen, hält der Spieler einen ganz fest. Guter Vorstoß da jetzt. Dämme. Ja, könnte was werden. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Der Schiedsrichter pfeift ab. Das war es. Endstand 3:0. Und damit haben sie sich. Ich finde, man wird nicht berücksichtigt, aber es geht dann halt in der nächsten Folge weiter. Eine Simulierung. Bis dahin, haut rein und ciao.